Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Teil meiner MVVM, meiner Do-It-Yourself MVVM Framework Serie. Diesmal werden wir einen Dependency Injection Container implementieren, einen eigenen, kleinen. Und ja, wir sprechen dabei, wie man das mit Hilfe von Reflection macht, was ein Dependency Injection Container ist und wie man mit Hilfe von Reflection jetzt weiterhin Klassen analysiert, Interfaces analysieren kann, wie man Konstruktoren von Klassen finden kann und aufrufen kann und wie man diese Konstruktoren auch dynamisch von außen steuern kann. Wahrscheinlich werden wir nicht alles in dem jetzigen Video besprechen, aber in den nächsten zwei Videos spätestens. Gut, was ist ein Dependency Injection Container? Wenn wir uns mal die Webseite hier anschauen. Ich habe euch ja schon mal erklärt, da, wenn wir eine Web-Framework von Microsoft verwenden, ASP.NET Core, gibt es hier die Startup-Klasse und in der Startup-Klasse wird alles konfiguriert. Und da gibt es die Configure-Services-Methode. Diese Methode erlaubt es uns, einem bestimmten Container unsere zu verwendenden Klassen bekannt zu machen. Wir können sagen, okay, ich möchte hier den Employee-Store verwenden, der ist vom Datentyp iEmployee-Store oder vom Interface iEmployee-Store, dann kann ich sagen, okay, ich möchte weitere Klassen verwenden. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte einfach nur eine bestimmte Klasse bei dir registrieren oder ich möchte eine Klasse mit einem speziellen Konstruktor registrieren, wo ich dann sage, okay, hier, ich will, dass meine Klasse auf eine spezielle Art und Weise gebaut wird. Da übergebe ich dem dann eine Funktion, die er bei sich intern speichert und so weiter. Das ist halt dieser Dependency Injection Container. Und was er macht zur Laufzeit, wenn unsere Webseite dann aufgerufen wird, erstellt er automatisch diese Klasse, schaut sich in der Klasse dann dieses Interface hier an und erstellt dieses Interface, packt das in die Klasse rein und dann können wir es in unseren Methoden verwenden. Weil ihr wisst ja, wenn ihr schon mal mit ASP.NET Core programmiert habt, dass sobald ihr eure Klassen registriert habt, müsst ihr die hier nicht mehr selbst erstellen und dann müsst ihr auch diesen Konstruktor nicht selbst aufrufen. Und diese gesamte Arbeit macht unter anderem der Dependency Injection Container. Diesen programmieren wir jetzt in unser MVVM Tutorials Projekt. Wir gehen hier mal rein und erstellen uns eine neue Klasse. New Class, einfach im Root Ordner. Die nennen wir simple DI Container. Simple Dependency Injection Container. Das ist unser Container. Der wird zwei Methoden haben. Eine Methode zum Registrieren von Klassen oder von Datentypen und eine Methode zum Holen von Datentypen. Die erste zum Registrieren heißt Void Register T, wieder ein generischer Parameter. Und zum Abholen dann T, Resolve T. Das sind unsere zwei Methoden und wir sagen hier dann new not implemented, weil damit beschäftigen wir uns erstmal nicht, wir beschäftigen uns mit der oberen Methode. Jetzt müssen wir wieder auf unser typeof zurückgreifen, var my type, wie schon im vorherigen Video, typeof t. Damit holen wir uns die Information über den übergebenen Datentyp und jetzt müssen wir die Konstruktoren suchen, var my Default Constructor ist gleich myType und wir sehen und bekommen wir hier zwei Methoden vorgeschlagen, getMethod und getProperty. Wahrscheinlich gibt es auch eine getConstructor. Genau, eine Konstruktormethode, die gibt uns einen bestimmten Konstruktor anhand von Datentypen und eine Konstruktors, wo wir etwas besser suchen können. Und dann eine Liste von Konstruktoren zurückbekommen. Wir wollen aber nur einen haben. Was packen wir jetzt hier rein? Ich möchte euch das erstmal anhand einer speziellen Klasse erstellen. Class C. Und die hat dann mehrere Konstruktoren. Was ist ein Default-Konstruktor? Das hier ist ein Default-Konstruktor. Ein Konstruktor ohne Übergabeparameter. Dann haben wir weitere Konstruktoren, also er muss nicht leer sein. Er kann auch hier irgendwelchen Programmcode enthalten.
Ich verschreibe aber jetzt nichts hin. Dann haben wir weitere Konstruktoren, zum Beispiel int a. Das wäre jetzt ein Konstruktor, der den Datentyp int übergeben bekommt. Dann haben wir einen Konstruktor int a, int b. Der bekommt jetzt zwei ints und so weiter. Man könnte hier jetzt alles Mögliche reinpacken. Wir wollen aber diesen Konstruktor haben. Wie finden wir ihn? Wenn wir uns diese Klasse hier, diese Methode hier anschauen, erwartet sie ein Array von Datentypen. Das müssen wir jetzt übergeben. New Type Array. Und da müssen wir irgendwas reinlegen. Wenn wir nichts reinlegen, würde es uns diesen Konstruktor zurückgeben. Wenn wir da ein Type of int angeben, dann würde er uns diesen Konstruktor zurückgeben. Wenn wir hier jetzt nochmal type of int int, dann bekommen wir den zweiten Konstruktor, den dritten Konstruktor zurück. Und wenn ich hier jetzt nochmal einen Konstruktor mache und sage string s, und dann könnte ich hier jetzt sagen, okay, ich möchte den Konstruktor mit dem String haben, int int string, und so definiere ich mir, welche Konstruktoren will ich denn aus meiner Klasse herausholen. Aber das geht auch einfacher, zumindest für den Fall, wenn keine Datentypen vorhanden sind. Es gibt die, genau hier, empty types property. Das gibt, glaube ich, ein leeres Array zurück, genau hier. Es gibt einfach nur ein leeres type array zurück. Ja, das machen wir auch so, und damit speichern wir den Default Konstruktor hier rein. Und jetzt müssen wir erstmal noch schauen, if my Default Konstruktor gleich gleich null, throw new, wie nennen wir das? Gibt es eine Konstruktor? Argument exception, so nennen wir das. Konstruktor does not implement default, na, falsch, class type does not implement default constructor, genau. Weil wenn wir hier nichts zurückbekommen, wenn wir hier ein null haben, dann heißt das, dass unsere Klasse so aussieht. Sie hat irgendwelche Haufen von Konstruktoren, aber kein Default-Konstruktor. Ein Default-Konstruktor sieht so aus, dann implementiert die Klasse einen Default-Konstruktor, oder wenn gar keine Konstruktoren vorhanden sind, das wäre auch ein Default-Konstruktor. Können wir jetzt rausschmeißen. Und jetzt, um das zu registrieren, müssten wir ja irgendwo diesen Konstruktor zwischenspeichern, um ihn später jederzeit aufrufen zu können. Das machen wir in einem Dictionary. Type. Ich möchte anhand des Datentypen suchen. Und dann, das war, glaube ich, wie hieß denn das? Constructor Information. Ich schaue mal kurz. Constructor Info. Constructor Info liegt in System Reflection. My types ist gleich nur, und wir erstellen hier ein neues Objekt und packen das Ding da rein. My types ist gleich my types an der Stelle. My type ist gleich my default constructor. Genau. Damit haben wir jetzt diesen Datentypen registriert, den hier übergeben wird, und sind erstmal zufrieden. Wie holen wir den Datentyp ab? Oder wie erstellen wir jetzt eine Instanz dieses Datentyps, den wir vorher zwischengespeichert haben? Wir sagen wieder var myType ist gleich type of t, und können hier jetzt anhand dieses Types mal unterschiedliche Sachen machen. Erstmal müssen wir schauen, ist unser Typ überhaupt in dem Array drin oder in der Dictionary drin. MyTypes.containsKey myType. Wenn ein Key gefunden wurde, dann können wir jetzt eine neue Instanz von diesem Datentyp erstellen und zurückgeben. Also sagen wir return myTypes. Wir greifen auf den Key myType zu, weil das ist ja unser Schlüssel, das T hier, und sagen Punkt invoke.
Hier, wir sehen, das Ding erwartet wieder ein Array an Parametern und da können wir wieder sagen type.emptyTypes. Weil immer wenn wir diese Methode hier aufrufen, diese Invoke-Methode aufrufen, müssen wir dann die echten Parameter, die diese Methode tatsächlich erwartet, in dem Fall unser Konstruktor, übergeben. Da unser Konstruktor nichts erwartet, geben wir ein Array an leeren Parametern. Jetzt beschwert er sich, weil er kann nicht zu Object casten. Deswegen müssen wir hier nochmal sagen, okay, wir wissen, das ist vom Typ T. Ich caste jetzt nochmal. Fertig. Das muss auch public sein. Und jetzt beschwert er sich, weil noch ein Weg nicht aufgelöst wurde. Ich glaube, ich mache das eher so, damit das mit dem da oben übereinstimmt. Genau. Type storage does not contain given type. Genau. Wenn in unserem Dictionary der gesuchte Type nicht vorhanden ist, dann schmeißen wir eine Exception und wenn er vorhanden ist, geben wir das Ding zurück. Ja, das können wir noch read-only machen, damit das auch schön ist. Oben schmeißen wir mal das ganze Zeug ein bisschen weg. Genau. Jetzt testen wir das Ding mal und schauen, wie das funktioniert. Wir gehen in unsere App-Klasse und erstellen jetzt den Simple DI Container var. C ist gleich new Simple DI Container. Wir wollen da jetzt C.register das Main View Model registrieren. Wir haben das ViewModel registriert und jetzt sagen wir, okay, ich will, dass das ViewModel mir automatisch erstellt wird. Das mache ich, indem ich c.resolve aufrufe und dem sage, okay, ich will das MainViewModel haben. Var vm ist gleich c.resolve und das kann ich da reinpacken. Jetzt testen wir mal, ob das funktioniert. Ich starte. Ja. Wie ihr seht, hier haben wir das ViewModel bekommen. Das hat auch irgendwelche Parameter bereits gesetzt. Und sehr gut. Unsere Dependency Injection Container funktioniert. Das Fenster öffnet sich und wenn ich hier draufklicke, öffnet sich auch das Fenster. Alles läuft. Sehr gut. Und so habt ihr jetzt gelernt, wie diese Dependency Injection Container funktionieren. Die haben eine Registermethode, die den übergebenen Datentypen analysiert, bei sich irgendwo zwischenspeichert und dann, wenn der Datentyp gefordert ist, holt ihr dann den zwischengespeicherten Konstruktor des Datentyps anhand des Schlüssels raus und sagt dann, okay, ruft ihr diesen Konstruktor jetzt auf und gibt mir zurück. Wie lange haben wir jetzt noch? Wir sind bei 13 Minuten. Was können wir noch implementieren? Wir implementieren dasselbe mit einem Interface jetzt. Dazu kopiere ich einfach mal diese Klasse und sage, wir haben jetzt zwei Parameter, tInterface und tType. Oder implementation. Genau. Wir haben jetzt ein Interface bekommen wir und eine Implementierung. Oder vielleicht sollte ich das erst im nächsten Video machen, weil das wird schon egal, wir machen es jetzt. Jetzt müssen wir zwei Dinge analysieren. Einerseits den Type, das ist der Implementation. Na, was ist los? Ups. Also analysieren wir die Implementierung und das Interface. The interface my interface, damit haben wir jetzt diese zwei zwischengespeichert. Den Konstruktor holen wir nach wie vor aus unserem Datentypen raus. Hier muss ich nicht anhand des Datentypen speichern, sondern anhand des Interfaces my interface. Und hier oben muss ich jetzt das Interface ein bisschen analysieren. Wir müssen mal schauen, if my interface.is. Wie hieß denn das? My Interface. Ah, hier ist Interface.
Weil wenn uns auf der linken Seite hier kein Interface übergeben wurde, wir beschränken das jetzt erstmal auf Interface, weil es könnten auch abstrakte Klassen sein, aber ja, wir beschränken das mal aufs Interface und sagen, okay, wenn ich hier kein Interface bekomme, dann schmeiße ich eine Exception, throw new argument exception, left type must be interface. Damit können wir jetzt schon mal prüfen, was sind Interfaces. Dann das zweite, was wollen wir dann nochmal prüfen? Wir wollen schauen, ob dieses Ding auf der linken Seite, auf der rechten Seite, der Datentyp, ein Datentyp von diesem Interface ist. Wenn beide nicht übereinstimmen, dann macht es keinen Sinn, diese zu registrieren. Also sagen wir, nein, das war glaube ich nicht my Interface, sondern oh doch my Interface Punkt is assignable from. Und was kann ich dem zuweisen? My Type. Damit prüfe ich ab, ob meinem Interface der Datentyp, der mir übergeben wird, zugewiesen werden kann. Und wenn nicht, dann sagen wir new exception, Act type must be assignable from left type. Genau. Wenn wir hier die Beschränkung auf Interfaces entfernen, könnten wir mit dieser Methode auch irgendwelche Basisklassen registrieren, Parents. Aber wir beschränken das jetzt erstmal auf Interfaces und damit ist es, glaube ich, schon erledigt. Ja. Der Rest bleibt genauso wie vorher. Wir holen uns den Konstruktor aus der Implementation raus, speichern ihn bei uns in unsere Dictionary, aber diesmal anhand des Schlüssels des Interfaces als Schlüssel. Weil jetzt können wir das mal testen. Wir haben hier, ich mache mal zwei Klassen. Class C, Interface A. Und dann sagen wir, sie ist von Typ A. Und jetzt können wir nochmal unser Register und Resolve aufrufen. Wir sagen mal Register A, C, weil wir müssen zuerst das Interface angeben, danach die Implementierung und Resolve A war A. Und jetzt lassen wir das mal laufen und schauen, was passiert. Ob das so funktioniert oder nicht. Und ja, wie ihr seht, haben wir hier die Variable A bekommen, also die wurde tatsächlich von einem Datentyp belegt und hier unten steht, dass der Datentyp mvm-tutorials.wpfui.app.c ist, also .app.c. Richtig. Wir haben tatsächlich das richtige Objekt bekommen, aber ich glaube, es wurde noch falsch gecastet, weil zu was casten wir denn? Ah doch, das ist richtig. Ja. Und wie ihr seht, jetzt haben wir auch die zweite Methode implementiert, mit deren Hilfe wir in der Lage sind, Interfaces und Implementierungen zu registrieren und aufzulösen. Das wären jetzt diese zwei Teile innerhalb unserer Webseite zum Beispiel, die wir vorher besprochen haben, wo wir hier jetzt das Interface und die Implementierung haben und das davor war nur die Implementierung, nur der Datentyp. Und als nächstes kommt dann noch eine weitere Methode hinzu. Mache ich die jetzt oder im nächsten Video? Nein, im nächsten Video werde ich die machen, weil da kommt dann auch noch etwas mehr hinzu. Ja, ich bedanke mich für euer Zuhören und hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr mal wieder was gelernt habt und wenn ihr Spaß daran hattet, dann lasst mir mal wieder ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.